Hey Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Peter und wir hatten gestern mal wieder ein Fußballspiel. Deswegen gab es auch keinen Stream. Um 20 Uhr fing es an und war gestern erst um 23.30 Uhr erst zu Hause. Aber mein Tag gestern, der war so beschissen. Also ihr müsst euch vorstellen, viele von euch wissen ja, dass ich noch ein Auto habe, das gerade in der Lackiererei ist. Und dann habe ich es gestern abgeholt, weil es fertig war und dann haben die vergessen, die Kabel von der Batterie abzuklemmen und steht das da und dann ging es nicht mehr an. So, und dann war die Batterie rotze, auch die konnte man nichts mehr dran machen, habe ich mir eine neue direkt gekauft. Aber es hat alles so lange gedauert, da bin ich zu spät zum Treffpunkt gekommen. Dann war mein Handy leer, so jetzt pass auf, jetzt war mein Handy leer, ne? Wir mussten zu einem Sportplatz fahren, das ist in der Nähe der Grenze von Holland. Jetzt habe ich gedacht, okay, Kolonne, und dann fahren die alle 150, 160, 180. Und ich denke mir so, smart, alles klar, ich kann nur 120 fahren. Und suche diesen Sportplatz ohne Navi, ohne alles und fahre dann darum. Muss die Leute fragen, ja, wo muss ich denn da hin, wo muss ich denn da hin? So auf der Autobahn einfach mal, ich wusste irgendwie grob, wo ich hinfahren muss, aber ich wusste halt nicht genau, wo das war. Alter, das war wieder ein Tag zum Vergessen. Und das ist alles so passiert. Da war ich ein bisschen angepisst, muss ich auch sagen, gestern. Fand ich einfach doof und das hat mich ein bisschen genervt, der ganze Tag. Aber jetzt kommen wir zum Fußballspiel. Daniel ist auch da. Oh, ist so. Aber jeder guckt auf die Flasche, was sie macht. Ja. Marc, konzentrier dich, Junge! Manuel! Guck mal, wie lange. Probiert er. Den schießt er da oben gegen Marc. Noch näher ran. Ich sag euch nämlich auf. Und ruhig, Boris. Peter ist auf der anderen Seite da. Oder weg damit. Sehr gut. Einfachste Tor. Komm, Erik, Junge, komm. Adi. Schritt noch. Gut. Gut, Erik. Verschieben, Jungs, verschieben! Wer steht im Bild? Alter, YouTube, hast du mal geguckt? Ja, ich hab geguckt. Also, was ist denn mit dir? Du bist noch nie drauf, weil du nie da bist. Eben, ist so. Ich geh einen Schritt hier vor. Manu? Also. Jungs, hier ist nie einer da. Wo ist eigentlich der Heiser? Der läuft im Mittelfeld irgendwo rum. Da ist doch ein Ball. Ja, aber irgendwie habe ich ihn heute noch nicht so viel gesehen. Muss ich Augen aufmachen. Und raus, Marc, raus! Der Erik kommt auch! Ja. Spiel den Manu doch in Fuß! Ah, ist okay! Ja, Freunde, es wurde wirklich nicht viel gefilmt, aber es konnten auch nicht gefilmt werden. Trainer ist im Moment nicht da. Der ist gerade im Urlaub und der macht danach eine Tagung beim DFB. Das heißt, dass die Leute, die draußen sind, sich auch ein bisschen um andere Sachen kümmern müssen, anstatt zu filmen gerade. Deswegen haben wir nicht so viel. Sonntag haben wir noch ein Testspiel und da bin ich mal gespannt. Übrigens war das Ergebnis gestern 4-2 für den Gegner, also wir haben verloren. Und ist nur ein Testspiel, keine Sorge, es wird noch besser. Wir haben geführt sogar 1-0 und dann 1-1 zur Halbzeit und dann keine Ahnung, was dann wieder passiert ist. Für mich ist das Ergebnis eigentlich egal, gerade in den Testspielen. Für mich ist es nur wichtig und auch für die Mannschaft, dass sie Spielpraxis bekommt. Ich habe gestern wieder 90 Minuten gespielt, was mich sehr freut, weil meine Kondition einfach wieder da ist langsam. Das freut mich richtig. Freunde, das war's vom Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und denkt dran, das nächste Mal kommt wieder mehr. Für alle, die wissen wollen, ob ich heute streame, ich werde definitiv streamen. Ich habe heute wieder Fußballtraining, mache mich jetzt auf den Weg dahin und es wird dann heute Abend auch wieder ein bisschen später. Also Freunde, trotzdem werden wir streamen. Es ist Freitag und da kann man ruhig mal ein bisschen länger machen. Ich kündige aber alles noch an. Ich würde sagen, bis später, Freunde und tschaußen.